Mahlzeit, mein Name ist Balfmon, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Es ist schon mehrere Monate her, als ich damals das allererste Mal Nemophila reacted habe. Und damals, also das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, war das eine Coverversion von X-Japan. Und ja, daraufhin, da ihr mich dann darüber informiert habt, weil ich, wie gesagt, die japanischen Schriftzeichen nicht so super entziffern kann, habe ich mir dann tatsächlich auch das Original auf meine Liste gepackt. Da ihr mir aber sonst auch so viele tolle Sachen vorschlagt, ist das Lied immer weiter nach hinten gewandert. Und jetzt achte ich mittlerweile ein bisschen darauf, dass ich immer mal wieder was von meiner Liste, die schon etwas älter ist, auch nach vorne herhole. Und tada, jetzt sind wir bei X-Japan und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Original. Die Coverversion werde ich euch natürlich wie immer hier oben verlinken, ebenfalls wie zwei, drei andere Musikstücke, die ich passend finde und schon reacted habe. Schaut euch da gerne um. Ansonsten euch viel Spaß gleich bei dem Video. Und wer die Band noch nicht kennt, ich werde euch unten natürlich das Originalvideo verlinken. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, ich reacte hier große Bands, kleine Bands und auch Newcomer. Egal ob 50 Abonnenten oder 1 Million. Wenn ihr kreative und tolle Vorschläge habt oder eine lokale Band kennt, schreibt die an oder schreibt mich direkt an. Vielleicht seid ihr dann hier auch bald auf dem Kanal. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal X-Japan an. Das ist auch mein allererstes Video der Band und auch, soweit ich weiß, der allererste Track, den ich höre. Ich weiß, viele sagen jetzt wahrscheinlich, oh, da hast du was verpasst, aber genau aus diesem Grund mache ich den Kanal ja, um das kennenzulernen, was mir all die Jahre entgangen ist. Also, so, ich wünsche euch und mir wie immer viel Spaß. Damit haben sie mich ja schon mal. Ich bin ja sowieso Classic Meets Metal Fan. Also. Sehr schön. Und genauso wie ich es liebe, in Japan keine Handys im Publikum. Ich finde das immer noch eine ganz, ganz tolle Sache. Geht jetzt gleich bestimmt richtig los. Ich bin schon gespannt. Clean
Ja, um es mal kurz zu sagen, ich glaube, der Song hatte alles, was ein Song braucht. Mega geiles Intro, dann auf jeden Fall gerade auch stimmlich so eine richtig tolle Melodie.
eine großartige Dynamik. Das hat man schon bei den Bildern vom Publikum gesehen, dass alle irgendwie Party machen, rumspringen, Headbangen, also wirklich, es war alles dabei. Dann halt, wie gesagt, noch so ein Mini-Drum-Solo zwischendurch und ja, eben dann dieser Part zum Mitsingen. Ja, schon ziemlich geil. Eben auch Instrumente und die Outfits, alles sehr speziell, finde ich. Also sehr, bringt natürlich auch einiges bei der Optik mit. Also wirklich positiv, finde ich sehr schön. Nicht so Einheitsdress. Ich tue mich da manchmal ein bisschen schwer mit. Liegt vielleicht auch daran, dass ich das nicht gewohnt bin, aber da tatsächlich jetzt hier mit den ganzen individuellen Outfits und so. Ja, also ich bin auf jeden Fall schwer begeistert und natürlich dann auch nochmal großer Abschluss. Und auch Mann, was für ein mega Stimmvolumen vom Sänger. Richtig Hammer und ich würde darauf wetten, dass er das stundenlang durchziehen kann. Ja, richtig geil. Hätte ich mir viel früher angucken sollen. aber wie es halt so ist, ne? Wenn man es nicht gesehen hat, weiß man nicht, was man verpasst. Dementsprechend euch schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin durchhalten. Auch nochmal vielen, vielen Dank an meine Patreons, die teilweise jetzt auch einiges, was zukünftig auf meinem Kanal kommt, noch möglich machen. Band-Interviews etc. Ansonsten gibt es natürlich hier immer täglich neue Reactions, große Bands, kleine Bands, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Und ja, hoffentlich bald noch mehr so coole Bands, die ich dank euch hier fast jeden Tag immer wieder neu entdecken kann. Das macht mir einfach mega viel Spaß und ich hoffe euch auch. Und ja, wenn ihr mögt, schaut euch gerne auf meinem Kanal um. Wie gesagt, große Bands, kleine Bands von der ganzen Welt umspannen quasi. Und ansonsten, wie gesagt, Originalvideo ist unten verlinkt. Damit kommt ihr zur Band und könnt da auch natürlich noch weitere Videos euch angucken. Ich werde auf jeden Fall demnächst nochmal was von X Japan reacten. Das dauert immer eine Zeit lang, weil ich halt eben so ein bisschen hin und her springe immer. Aber die Jungs sind gerade definitiv bei meiner Liste ein bisschen weiter nach oben gewandert. Denn ich hatte richtig viel Spaß. Musikalisch war das Ganze wirklich für mich ein Genuss. Also richtig, richtig toll. Also ja. So. Ich würde sagen, das war's für heute. Wenn ihr mögt, sehen wir uns demnächst wieder in einem neuen Video. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Bis dahin, euer Balfemore. Ciao.